echt eine gute Erfindung eingeführt, oder? Ja, recht herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Partei Die Linke. Heute wird die Vorsitzende Susanne Hennig-Welso Ihnen Rede und Antwort stehen. Frau Welso wird zunächst ein Statement abgeben zu den folgenden vier Themen. Das erste Thema sind die Beschlüsse des G7-Gipfels, der am Wochenende zu Ende gegangen ist. Das zweite Thema ist die vom Bundesgrenzschutz verhinderte Delegationsreise in den Nordirak. Das dritte Thema wird sein die Verabschiedung des Wahlprogramms der Partei Die Grünen und das vierte Thema die finanzielle Situation der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Danke. Also schönen guten Tag nochmal. Vielleicht zuerst zum G7-Gipfel. Matthias Hinter hat das ja schon angedeutet. Dazu drei Punkte. Zum einen die Produktion. Oder andersherum, wir wollen, dass die Produktion von Impfstoffen erhöht wird und nicht tatsächlich ärmere Länder auf Spenden angewiesen sind. Wenn wir global die Krise, die Corona-Krise bewältigen wollen, dann müssen wir die Impfstoffproduktion langfristig erhöhen. Wir wissen alle, dass es nicht nur um eine Impfung geht für jeden Menschen auf dieser Welt, sondern dass es darum geht, kontinuierlich auch in den nächsten Jahren die Entwicklung des Virus zu verhindern. Das braucht dazu auch die Freigabe der Patente und des Transfers von Technologie, damit wir tatsächlich global uns auf mittlere Sicht gegen den Virus wehren können. Insofern hört sich das Spenden ganz gut an, aber trotzdem reicht das alles nicht aus. Das Zweite zum Klimaschutz. Es ist ja ein sehr wohlklingendes Ziel, aber wenig greifbar, was die Regierenden auf dem G7-Gipfel jetzt besprochen haben. Die führenden Industrienationen sind diejenigen, die am meisten CO2 ausstoßen und damit die auch die meisten Treibhausabgase in die Atmosphäre blasen. Erinnern hatten wir vor über 40 Jahren die erste Weltklimakonferenz. Insofern ist jetzt damit zu beginnen doch auch reichlich spät. Die Bundesregierung hat in Aussicht gestellt, die Klimafinanzierung von 4 wieder auf 6 Milliarden Euro zu erhöhen. Wenn man sich das Pariser Abkommen anschaut, die Bundesregierung hat mit anderen zugesichert, 100 Milliarden Euro in die Klimafinanzierung weltweit zu investieren. Allein 40% werden derzeit ausgezahlt. Der dritte Punkt, der aggressive Ton gegenüber Russland und China, ist aus meiner Sicht nicht zielführend. Natürlich ist es richtig, die Menschenrechtsverletzungen in Russland und China zu kritisieren. Aber der Ton ist scharf und konfrontativ, auch das machen Russland und China selbst. Aber Konfrontation ist nicht das Gleiche wie Verständigung und Entspannung. Dass es nicht ganz einfach zu erzielen wird, ist auch klar. Aber jede Konfrontation führt eine nächste nach sich und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Noch dazu, G7 hat sich auf eine globale Initiative für Infrastrukturprojekte in ärmeren Ländern verständigt, aber nicht, weil man Armut abschaffen müsste, Klimawandel bekämpfen müsste oder ähnliches, sondern weil es um zugängliche Märkte geht. Auch erkennbar an dem Satz von Kanzlerin Merkel, dass China eine recht erfolgreiche Infrastrukturpolitik betreibe und man dabei nicht tatenlos zusehen könne. Ich finde, das ist ein sehr verräterischer Satz, der da bedeutet, dass es gar nicht um Menschen geht, sondern tatsächlich um Wirtschaft und Märkte. Und auch da unsere Kritik. Zum nächsten Punkt, unsere Teilnahme an der Friedensdelegation in die kurdischen Gebiete. Ich bin und auch meine Partei ist empört, dass es Abgeordneten unserer Landtage, sprich Hakan Taş hier in Berlin, der in der Türkei festgenommen worden ist für etliche Zeit, oder auch Şansu Özdemir aus Hamburg verweigert worden ist, in die kurdischen Gebiete zu reisen, mit der Begründung, dass ihre Teilnahme und das sich Erkundigen in den kurdischen Gebieten, wie die Menschenrechtslage vor Ort aussieht, wie die Situation grundsätzlich sei,
dazu diene, das Verhältnis zur Türkei zu belasten. Ein ausreichender politischer Hammer ist, um da zu sagen, das geht so überhaupt nicht. Mal davon abgesehen, dass es die Verletzung der Freiheit des Mandats betrifft, dass es verfassungsgemäß eine Verletzung betrifft, ist es das Verhalten des Auswärtigen Amtes auch als auch das Innenministerium, eine solche Reise unterbinden zu wollen, indem man Abgeordnete und Reiseteilnehmer wie auch unsere Jugendorganisation daran hindert, überhaupt erst ins Flugzeug zu steigen. Das ist in höchstem Maße kritikwürdig und das wird auch nicht dabei bleiben, dass wir es kritisieren, sondern wir werden das auch nacharbeiten. Zu den Grünen. Die Grünen wollen zum Teil Gutes, zum Teil sind sie nicht weit genug gegangen. Ich möchte aber das Wahlprogramm oder aber auch die Spitzenkandidatinnenfrage der Grünen gar nicht weiter hier kommentieren, aber vielleicht zwei Sachen. Zum einen, was Annalena Baerbock gerade aus der Öffentlichkeit entgegenschlägt, finde ich, schlägt den Boden aus. Zum einen kann man natürlich Kritik üben, auch harte Kritik, und man muss das auch üben, man muss das auch aushalten, auch das ist das politische Geschäft. Aber alle Kommentare nach dem Motto, die Kleine schafft es nicht als Kanzlerin, die soll mal schön zu Hause bleiben und sich um ihre Kinder kümmern, weise ich auch aus meiner Position auch für die Linke zurück. Das ist etwas, ich würde auch noch viel härter formulieren, aber es ist einfach chauvinistischer Mist und nichts anderes. Und ich bitte darum, dass das endlich aufhört und möchte damit auch Annalena Baerbock an dieser Stelle von Frau zu Frau den Rücken stärken. Das Zweite, die Grünen müssten sich jetzt mal auch öffentlich entscheiden, mit welchem Koalitionspartner sie ihre Forderungen umsetzen wollen. Stichworte vielleicht Investitionen in soziale Absicherung, in Klimaschutz, in Kredite jenseits der Schuldenbremse, in eine bessere soziale Sicherung und so weiter. Mit der CDU wird es mit Sicherheit nicht funktionieren. Armin Laschet hat ja auch schon entsprechend agiert, dass wir jetzt am nächsten Wochenende unser eigenes Wahlprogramm auf den Weg bringen werden als Partei Die Linke, spricht dafür, dass wir möglicherweise danach endlich mal ins Gespräch kommen sollten. Heute ploppte ja auf, jetzt zum Thema Krankenversicherung, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen möglicherweise ein Minus von 27 Milliarden und mehr bis 2025 erwarten. Für uns bedeutet das, diese Finanzlücke anders aufzulösen, als es bisher vorgeschlagen ist, also nicht über eine Erhöhung der Beiträge generell, sondern wir haben ein eigenes linkes Konzept zur Finanzierung der Krankenversicherung. Das bedeutet, die Beitragsbemessungsgrenze abzuschaffen und tatsächlich anhand des reellen Gehalts die Krankenversicherung auszurichten. Bedeutet also, wir schlagen vor, Beitragssatz 12%. Das bedeutet, dass wir alle Einkommen unter 6.500 Euro entlasten. Wir wollen wieder die paritätische Finanzierung mit den Arbeitgebern sichern, als auch natürlich alle in eine gesetzliche Krankenversicherung holen. Was wir nicht teilen, dass wir die Corona-Krise und die Kosten der Corona-Krise jetzt auch aufgrund der gesetzlichen Kranken- oder auf dem Rücken der gesetzlichen Krankenversicherung austragen, das wird mit uns nicht stattfinden. Soweit. Gibt es dazu Fragen? Frau Palzer, bitte. Zum Thema Maskenpflicht. Herr Nichwert, so, was glauben Sie, was ist Ihrer Meinung nach der richtige Weg bei der Maskenpflicht? Wo sollte die auch bei niedrigen und niedrigsten Inzidenzen noch bestehen bleiben in den nächsten Wochen oder vielleicht Monaten? Ich halte die Diskussion, die Maskenpflicht jetzt abzuschaffen, vor allem auch generell, für völlig falsch. Wir sind gerade dabei, tatsächlich die dritte Welle der Corona-Pandemie zu bewältigen. Da reden wir auch nicht nur über die Bundesrepublik, sondern auch global. Haben Sie mich jetzt verstanden? Soll ich nochmal anfangen? Okay. Es geht zum Thema Maskenpflicht. Was glauben Sie, wo sollte die Maskenpflicht auch bestehen bleiben in den nächsten Wochen
Monaten vielleicht auch bei niedrigen und niedrigsten Inzidenzen? Also ich halte es für völlig falsch, dass wir jetzt eine Debatte führen, die die Maskenpflicht aufhebt generell. Wir sind noch nicht einmal in der Bundesrepublik so weit, dass wir einen Impfstand haben, der tatsächlich so etwas wie eine Herdenimmunität darstellen könnte. Zum Zweiten haben wir auch in der Bundesrepublik ja noch Teile, die eine höhere Inzidenz haben, als der Bundesdurchschnitt glauben lässt. Und zum Dritten sind wir auch global noch gar nicht so weit, tatsächlich die Pandemie bekämpft zu haben bzw. im Griff zu haben. Deswegen ist es aus meiner Sicht dringend notwendig, dass wir überall dort, wo viele Menschen aufeinandertreffen, sei es beim Einkaufen, beim Zugfahren, sei es möglicherweise auch in den Schulen, weiter auf Maskenpflicht setzen. Ich halte es für völlig unvernünftig, jetzt zu glauben, dass die Pandemie schon bekämpft sei, und würde auch mit Sicht auf eine mögliche vierte Welle davon ausgehen, dass auch die Maskenpflicht weiterhin gelten sollte. Erwarten Sie, dass Gerichte dann eventuell, wenn die Maskenpflicht jetzt so bestehen bleibt, wie Sie sich jetzt gerade auch dafür ausgesprochen haben, dass Gerichte dann eventuell die Maskenpflicht kassieren? Also ich kann jetzt hier nicht für Gerichte sprechen. Ich würde aber tatsächlich jedem und jeder raten, da wo er oder sie es für notwendig hält, die Maske auch weiterhin zu tragen, selbst wenn die Maskenpflicht weiterhin, wenn die Maskenpflicht fallen sollte. Also ich für mich persönlich, ich habe durchaus beschlossen, dass ich sie in Zügen tragen werde, dass ich sie beim Einkaufen tragen werde, ob ich geimpft bin oder nicht, weil wir uns alle nach wie vor schützen müssen und überhaupt noch nicht genug wissen, was den Virus ausmacht. Herr Boro, bitte. Ja, ich wollte eigentlich was anderes fragen, aber dann vielleicht doch nochmal zu dem Thema Masken eine Nachfrage. Wann wäre denn aus Ihrer Sicht es angezeigt, auf die Masken komplett zu verzichten? So wie Sie es darstellen, kann man den Eindruck bekommen, dass man praktisch nie darauf verzichten wird. Irgendwann wird man sagen, schon wegen der Grippegefährlichkeit muss man die Maske tragen oder wegen anderer möglicher Viren. Also wenn man sozusagen immer sagt, Vorsicht, dann wird man die doch nie los, oder? Das kann uns möglicherweise drohen, aber ich meine, eine Herdenimmunität ist bei 70-75% Durchgeimpften erreicht. Wir haben immer noch die Situation, dass die unter 18-Jährigen kaum geimpft sind, beziehungsweise jetzt erst die Impfung beginnt. Was mit unter 12-Jährigen sein wird, das wissen wir noch nicht. Insofern, auch zum Schutz unserer Kinder und von uns selbst, würde ich sagen, solange wie die Herdenimmunität in der Bundesrepublik nicht erreicht ist, ist es eher besser, eine Maske zu tragen, als eine vierte Welle tatsächlich ins Haus zu bekommen. Und es wird den Zeitpunkt geben, wo man keine Masken mehr brauchen wird, aber auch da ist ja die globale Solidarität gefragt. Solange wie wir tatsächlich nicht wirklich hilfreich sein können in Krisengebieten wie, also Pandemiekrisengebieten wie Indien oder jetzt auf dem afrikanischen Kontinent, wird die Pandemie und der Virus immer tatsächlich eine Gefahr bleiben. Deswegen bedeutet das ja nicht, dass man in weiten Teilen möglicherweise hier in Deutschland keine Maske mehr tragen muss. Aber für den Moment halte ich das für verfrüht. Herr Boro. Ja, zum Thema Reise in den Nordirak, der Delegation. Vielleicht können Sie doch mal sagen, wer genau explizit gesagt hat, dass das die deutsch-türkischen Beziehungen belasten könnte, eine derartige Reise. Ist diese Reise dann eigentlich komplett unterbunden worden? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Oder hat sie dann am Ende doch stattgefunden? Und vielleicht auch, mit wem wollte sich die Delegation dann Erbil treffen? Erbil ist ja eine moderne Stadt, in der jetzt auch keine, in der nicht die türkischen Truppen stehen. Mit wem wollten die sich da unterhalten? Also eine Sprecherin der Bundespolizei hat die Gefährdung der bei der grenzpolitischen Befragung, also dass von der Gruppe Gefährdung ausgehen könnten, es war eine Sprecherin der Bundespolizei. Die Gruppe konnte zum Teil reisen, zum Teil aber auch nicht reisen. Also die Gruppe um Şanlı Özdemir konnte nicht mehr reisen, wurde aufgehalten, konnte aber nicht in den Flieger steigen. Eine andere Gruppe, die aus Richtung Berlin kam, mit Hakan Taş, wurde unter anderem am Flughafen in der Türkei festgesetzt.
darunter auch eine Gruppe von unserem Jugendverband oder Teilnehmende. Eine Ausweisung ist aber auch nicht erfolgt. Die Reise soll bis 16.06., also sprich am Mittwoch ist die Reise beendet. Aus meiner Sicht geht es darum, auch auf einem Kongress tatsächlich in den kurdischen Gebieten über die Lage Kurdistans zu reden. Aber ins Detail kann ich Ihnen da wirklich keine Auskunft geben. Das kann ich Ihnen aber nachreichen. Ein ganz anderes Thema. Okay. Sie haben noch nicht über den Parteitag gesprochen, über den bevorstehenden. Wie sehen Sie das im Vorfeld? Rechnen Sie damit, dass es nochmal Diskussionen zum Thema Lafontaine-Wagenknecht zum Beispiel geben wird? Rechnen Sie überhaupt mit Überraschungen? Wie blicken Sie auf den Parteitag? Wir haben ja einen digitalen Parteitag am nächsten Wochenende. Wir haben auf diesem Parteitag die Aufgabe, unser Wahlprogramm endgültig zu beschließen. Und es wird keine Grundsatzaussprache zu Oskar Lafontaine, zu Sarah Wagenknecht, zu anderen Mitgliedern unserer Partei oder zur Partei Die Linke grundsätzlich erfolgen. Was nicht bedeutet, dass wir nicht möglicherweise auch über inhaltliche Konflikte miteinander sprechen. Dafür sind Diskussionen zum Wahlprogramm da. Insofern erwarte ich, dass wir ein Wahlprogramm beschließen. Wir hatten etwa 1000 Anträge, Änderungsanträge, sind jetzt im Moment noch bei 250. Und damit wir den Zeitplan schaffen, müssen wir auf 50 runterkommen, die beim Parteitag behandelt werden. Da verhandeln wir gerade im Hintergrund über die unterschiedlichsten Themengebiete. Insofern, wir waren auch am Wochenende als Parteivorstand in 15 Stunden Sitzung, glaube ich, um tatsächlich auch als Parteivorstand schon Anträge zu übernehmen. Wir werden auf dem Bundesparteitag jetzt am Wochenende sehen, wie erfolgreich wir damit sind. Ich glaube, dass wir dann ein sehr starkes Wahlprogramm haben werden und am 21.06. geht es für uns tatsächlich intensiv in den Wahlkampf. Frau Palzer. Ja, da möchte ich nochmal nachfragen, aber also Sie können ja nicht völlig wegwischen, dass im Saarland jemand Prominentes wie Oskar Lafontaine dazu aufruft, nicht die Linke zu wählen und Sarah Wagenknecht, die in diesem Land immer noch als die Galionsfigur der Linken dasteht und bekannt wie ein bunter Hund ist, dass der ein Parteiausschussverfahren, na, dass man es anspricht, sagen wir es mal so. Das alles belastet Sie als junge Parteivorsitzende, also ich meine zeitlich, wenn Sie im Amt sind, belastet Sie doch sehr, oder? Ich sag mal so, die Welt wäre einfacher, wenn wir alle zusammen jetzt sehen, dass wir zur Bundestagswahl ein starkes Ergebnis brauchen und alle zusammen nach vorn laufen und, ich wurde ja schon mal damit zitiert, die Arschbacken zusammenkneifen und alles dafür tun, dass wir hier die sozialen Verhältnisse verbessern können. Da wäre die Situation wesentlich einfacher. Ich teile Sarahs Auffassung nicht und ich erlebe, wie jetzt schon viele Mitglieder von uns an den Haustüren stehen, Straßenwahlkampf machen, Unterschriften sammeln für Deutsche Wohnen enteignen oder andere in der Bundesrepublik und tatsächlich den Willen haben, die Linke stark zu machen. Das, was wir in den letzten Jahren und auch jetzt tun, ist eben die sozialen Verhältnisse vor allem im Mittelpunkt unserer politischen Arbeit zu stellen. Und deswegen teile ich die Auffassung weder von Oskar noch von Sarah, aber gleichzeitig weiß ich um die historische Situation und halte es für falsch, Ausschlussanträge zu stellen. Das müssen wir diskursiv miteinander besprechen. Und dass es ausgerechnet Mitglieder sind mit einem hohen Zugang auch zur Öffentlichkeit, erleichtert das nicht. Herr Büro, bitte. Auch nochmal nachfragen. Die Parteiführung hat sich entschieden oder hat sich positioniert und hat gesagt, dass sie gegen Ausschlussverfahren gegen die beiden sind. Im Vorfeld hieß es, Sarah Wagenknecht wird im Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen auftreten und es klang so wie und möglichst nur dort. Wäre es jetzt vielleicht auch angesichts der Umfrageergebnisse nicht eine mögliche neue Wendung, wenn die Parteiführung sagt, lasst uns zumindest Sarah Wagenknecht doch wieder intensiver einbeziehen in den Wahlkampf, lasst sie bundesweit auftreten? Also ich würde sagen, das ist eine Entscheidung von zwei Seiten. Und die ist bisher nicht getroffen. Also, Frau Wagenknecht will nur in Nordrhein-Westfalen.
Sie hat ja selbst gesagt, sie konzentriert sich auf den Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Und wenn wir eine solche Entscheidung anstreben würden, müssten wir miteinander reden, ja. Wir sind immer im Gespräch. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Kommen und Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Vielen Dank.